So, liebe Leute, willkommen zurück mit Heinrich. Wir sind nach Uschitze geritten. Ich habe mir das jetzt überlegt. Ja, wir können jetzt ewig noch da nach diesen Pressern suchen. Haben wir es denn hier? Unter Feinden. Finde heraus, wo sich die Presser in Sasau treffen. Oder wir können erstmal diese ganzen Quests, die wir hier machen, beziehungsweise die wir hier in Uschitze haben. Los, verpasst mir eine. So. Erstmal, ja, die ganzen Quests machen und dann werden wir das doch mal tun, würde ich sagen. So, vorher werden wir uns aber erstmal. Wir sind, glaube ich, falsch geritten. Die Schenke, es war doch da links von der Kirche, ne? Wir werden erstmal schauen, dass wir Heinrich ein bisschen pushen, weil Heinrich ist müde. Die letzte Nacht hat er komplett durchgemacht. Und wir haben doch hier solche Tränke. Trank des Baden, Verdauungstrank, Heilmittel, Meerhoyet. Das können wir mal in die Satteltasche packen. Katerbierenergie 4 Lazarus. Ne, wo waren das? Aqua Vitalis. Trank des Baden. Oder haben wir das im Pferd? Auf dem Pferd. Das kann natürlich sein. Wir hatten doch Trank für Energie, oder nicht? Meine mich zu erinnern. So, Bockbluttrank. Heilmittel. Schützendrunk. Festigt den Arm beim Bogenschießen. Nee, verbessert dein Gehör. Nö, Verdauungstrunk. Bin ich irgendwie was. Sehr doof. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier was. Wo wir uns ein bisschen pushen können, aber es scheint nicht so. Also auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal beim Wirt. Gelobt sei Jesus Christus. Der ja dieses. Können uns ja mal einmieten. Kann ich hier schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Ja, mach mal die eine Nacht. Kein Problem. Jo. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ja, ist wie auch in der Wolke zu schlafen. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Ich hörte, in Thalmberg ist einiges los. Dort hat sich angeblich eine Bande Wilderer im Wald niedergelassen. Mehr weiß ich leider nicht. Sprich am besten mit Nikolas, dem Thalmberger Jägermeister. Alles klar. So, dann werden wir uns aber erstmal wieder umziehen. Wie immer. Ach, die edlen Stiefel lassen wir mal an. Die sehen gut aus. So, das ziehen wir aus. Das ziehen wir aus. Das ziehen wir an. Das ziehen wir an. Die Sporen ziehen wir aus. Und das verstärkte Kettenhemd natürlich auch. So. Und hier muss irgendwo das Rezept sein, sagen sie. Hier steht eine Kiste. Alles klar, das wird auch eine Aufgabe sein für nachts, nehme ich an. Es könnte auch hier sein, ne? Kann man hier zumachen, ohne dass gleich einer kommt? Schon mal. Nö. Dann probieren wir es hier. Oh nee, das Schloss ist zu kompliziert. Immer noch. Hier geht's hoch zu unserem Schlafbereich, das wissen wir. Wir müssen dringend Schlösser knacken, verbessern. Ganz dringend. Wie viel Sattheit haben wir denn? 79. Ja, lass hier nochmal was schnabulieren. Oh, jetzt sind wir ein bisschen überfressen. Naja. Okay, also lass mal schauen. Was haben wir denn hier für Quests? Bevor wir uns dann hinlegen zum Schlafen.
So, wir haben hier... Ah, was ist denn A? Ach, wir reiten da einfach mal hin. Ich glaube, das war die... Ja. Das ist diese Quest mit den... Ist jetzt gar nicht mehr. Könnten wir natürlich auch nachschauen, ne? Ja. Erstmal ganz außen rum geritten, nur um dann hier auf die Brücke zu kommen. Kalle, das hast du sehr gut gemacht. Ah. Das hätte man auch einfacher haben können. So, hier sagen sie. Hallo. Ach genau, das waren die drei Mädels mit der Teufelsvertreibung. Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten. Genau. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Hey, wer ist da? Gertrude schickt mich. Und was will sie? Will sie der Salbe nachträglich was hinzufügen? Nein, sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Auf dem Scheiterhaufen. Oh. Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Der Schei... Wirklich? Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Folge den Frauen in den Wald. Hä? Oh mein Gott. Wir können doch nicht schon wieder eine Nacht durchmachen. Wer bist du? Was ist denn mit dir? Bleib mal entspannt. Ja, mal kurz waschen. Ist auch nicht schlecht. Ja, dann müssen wir das anders machen, Leute. Was ist das? Dann machen wir das jetzt wie folgt. Weil wenn wir jetzt wach bleiben, die ganze Zeit, dann ist Heinrich heute Abend sowas von platt. Und da wir zwei Aufgaben nachts erledigen müssen... Nämlich einmal stehlen im Wirtshaus und den Damen hier folgen in den Wald. Wo bin ich denn jetzt wieder? Da muss ich doch hin. Würde ich schon fast sagen, wir machen das anders. Wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Und damit sollten wir dann heute Abend fit sein. Hoffe ich. Das ist unsere Kiste. Jo, dann speichern wir auch gleich mal. Alles andere bringt ja jetzt nichts. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Wir sollen denen in den Wald folgen. Ja, dann werden wir jetzt erstmal schlafen. Ich hoffe, die sind noch da, wenn wir jetzt aufwachen. Ich gehe mal davon aus, die gehen ja dann in den Wald, wenn es dunkel ist, ne? So, dann haben wir wieder Energie 100, sehr schön. Sattheit ist ein bisschen gesunken, ja, das kriegen wir wieder hin. Waren ja auch ein bisschen überfressen. So.
sehr schön. Dann haben wir halt eben den Tag zur Nacht gemacht und andersrum. Hier können wir eh noch nichts anstellen, aber die Damen scheinen schon auf dem Weg in den Wald zu sein. Da werden wir jetzt mal... Scheinen sie zu laufen. Richtig, da sind sie. Fällt auch gar nicht auf, wenn wir denen hinterher reiten, ne? Was haben wir denn hier eigentlich noch für eine Aufgabe? Quest. Oh Gott, ich muss hier oben. Hier muss ich hin. Aldense. Ach, wir müssen mit dem Vikar müssen wir auch noch reden. Alles klar. Okay, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Damen der Schöpfung. Hier stehen. Ich schleiche denen mal nach. Johanniskraut, Mohn. Wir sind alle da. Wir können los. Ist es weit? Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja, du weißt schon. Ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Okay, was haben die da vor? Die schmieren sich Salbe unten rum. Ist ja nichts Ungewöhnliches im ersten Moment, aber... Luke-Salbe? Ist dunkel. Kann ich hier Licht anmachen, bitte? Danke. Wir haben auch Licht. Also fällt's nicht auf. Laufen sie mit ihren Laternen. Merken die nie, dass ich hinter denen... Gottes Willen, was haben die denn vor? Ist nicht weit, haben sie gesagt. Dass die das nicht merken, dass wir denen hinterherlaufen, ey. Gut, ich glaube, wir hätten auch warten können, ne? Bis die hier wären. Da hätten wir denen nicht ganz so hinterherlaufen müssen. Ich aber mal lieb.
Wir können ja sagen, wir pflücken hier einfach Blumen. Wo wollen die denn? Aber ich sehe irgendwas. Da vorne brennt ein Feuer. Ein Pilz. Okay. Jetzt? Was sieht er jetzt? Einige im Abstand und mische dich nicht ein. Jede weiß. Warum? Ernsthaft die ganze Zeit? Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Finsternis. Bitte, fühl dich wie daheim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Sind die stoned? Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Spielen wir das Spielchen mit? Ja. Ich gebe euch alles, wonach es euch verlangt. Ich wusste es. Hab Dank, mein Gebieter. Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Ja, die haben die Sal... Ach, die haben die Salbe noch am... an den Fingern wahrscheinlich. Oh Gott. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? War jetzt nur dunkel, ich hab nichts gesehen. Oh shit. Wie geht es dir nach der langen Reise? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Nur zu besonderen Anlässen. Warum ist eine Stute? Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und meinen Schwanz hab ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Alter, der ist total stoned. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Alter, was ist denn da los? Was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne, mach's Maul auf! Und wir nehmen die Stute. Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Treibe es toll mit den Frauen. Was ist denn hier los? Das ist ein Pferd. Ein Pferd, ein Huhn und ein Wildschwein. Schlossknacken sehr leicht.
Was ist denn jetzt? Oh Leute, was geht denn ab? Ach, das war's, okay. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen. Was war das? Was ist das? Da kommt jemand. Gott. Alle voll drauf. Was ist mit dir? Mir. Bist du denn? Das wird mir eine Freude. Gott, oh Gott, was sind das für Typen hier? Nicht. Gott. Alter, was ist denn los hier? Ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Was? Christus. Was wollt denn ihr? Was seid ihr für Typen? Und warum kann ich mein Schwert nicht ziehen? Jetzt geht's rund. Ah ja, alles klar. Ah, was denn? Gott. Alter, was ist denn hier los? Ich schlag dir die ganze Zeit, ich müsste einfach nur stechen, weil ich mein Schwert nicht ausgerüstet habe. Habe ich ja vorhin weggelegt. Ich Held. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Ja. Wie soll ich das nur erklären? Ach, verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Nee, es sind Banditen. Gott. Okay, liebe Leute. Wir sehen uns zur nächsten Folge genau an der Stelle und dann werden wir mal gucken, was wir jetzt eigentlich machen. Bis dahin, ciao, ciao.